Oh, schon mal, ich hatte so einen Drücke im Dickdarm, ich muss direkt vom Gaul absteigen hier. Aber heute geht's um eine ganz andere Problematik, verstehst du? Heute gibt's Druck, und zwar für den Hartschaum. Da lenke man nämlich die Aufmerksamkeit mal aufs Prägen vom Kopfsteinpflaster und von Natursteinmauern. Aber jetzt erstmal das Intro. Kopfsteinpflaster prägen. Zuerst wird mal der Rinnstein am Straßenrand geritzt. Dann wird dieser Bereich etwas vertieft. Das kann man mit jedem Gegenstand machen, der einigermaßen geeignet erscheint. Die Fugen ritze ich übrigens mit einem Druckbleistift mit 0,7er Mine. Bei kleineren Maßstäben muss man natürlich eine entsprechend dünnere Mine nehmen. Das Prägen von Kopfsteinpflaster ist so dermaßen dröge und mopsig, dass ich das beim Dioramabau weggelassen habe, aus Angst, es könnte die Zuschauer langweilen. Aber es wurde ausdrücklich darum gebeten, diesen Vorgang zu zeigen, also mache ich das jetzt. Nach dem Prägen des Rinnsteins kommt jetzt nun die Straße dran. Die Pflastereien laufen im 90-Grad-Winkel zum Rinnstein. Die Linien werden nach Augenmaß positioniert und freihändig gezogen. Alles andere wäre mir zu akkurat und sähe mir zu maschinengemacht aus. Nach den Querfugen kommen jetzt die Längsfugen. Dabei achte ich darauf, dass keine oder möglichst wenige Kreuzfugen entstehen. Wer will, kann mir jetzt mal 40 Sekunden auf die Finger gucken. Der Rest kann direkt zum Endergebnis springen. Dazu einfach in der Videobeschreibung den entsprechenden Punkt anklicken. Das Prägen von so einem Kopfsteinpflaster ist eine reine Fleißaufgabe. So, hier ist das Endergebnis der Prägearbeiten für das Kopfsteinpflaster. Für den Einsatz auf der Anlage würde ich die Kanten der Pflastersteine noch etwas stärker nachbearbeiten, aber für das reine Demonstrationsobjekt hier reicht das. Natursteinmauer prägen. Das Prägen einer Natursteinmauer ist im Prinzip genau dasselbe wie bei Kopfsteinpflaster. Gleiches Material, gleiches Werkzeug, aber anderes Muster und andere Nachbearbeitung. Für die Gestaltung einer Mauer aus Naturstein sucht ihr am besten nach Vorbildfotos im Internet. Dann gilt es, die Konstruktionseigenschaften so einer Mauer herauszufiltern und auf das Modell zu übertragen. Bei meiner Mauer gibt es manche Steine, die über zwei Reihen gehen. Andere sind nur eine halbe Reihe oder eine Dreiviertelreihe hoch. Zur Nachbehandlung der Oberfläche kommt eine Kugel aus Alufolie zum Einsatz. Für die größeren Maßstäbe kann man extra dicke Alufolie verwenden. Für die kleineren Maßstäbe sollte man möglichst dünne Folie verwenden. Nun wird die Kugel so lange über die Hartschaumoberfläche gerollt, bis einem die Oberfläche gefällt. Danach können die Fugen bei Bedarf nochmal nachgezogen werden. Nach der Bemalung mit Trockenbürsttechnik sollte die Wand einigermaßen gescheit aussehen. Und ansonsten gilt: Daumen hoch, abonnieren, Glöckchen klicken, Videos angucken und die Videobeschreibung ansehen.